Hallo miteinander zu einem neuen Part NHL Trees. Wir spielen heute gegen die Idaho Steelheads, nachdem wir ja im letzten Match nicht alle drei Sterne holen haben können. Habe ich mich ja jetzt dazu entschieden, dass ich während dem Let's Play halt einfach alle Gegner besiegen will. Und dann halt die fehlenden Sterne dann amix offline nachträgen will. Wir nehmen den Kopf. Und wieder hat der Gegner den Münzwurf gewonnen. Es gibt ein Torlimit von 3, zwar ohne Money Packs, aber 3 Goal. Könnte relativ schnell gehen. Ich nehme jetzt den Bertschi raus, bringe jetzt mal den Ryan Murray als Verteidiger. Der Bertschi hat mich im letzten Match nicht überzeugen können. Und darum jetzt einmal den Match zuerst mal ohne ihn. Gegen den Gegner hier sollte es jetzt eigentlich ja wieder einfacher sein als das letzte Spiel. Saftiger Check hier von Marlowe. Und der Puck wird wieder abgefangen. Es ist komisch. Es ist komisch, wenn der Goalie den Puck rausspielt und er nicht auf den spielt, den ich eigentlich will, muss ich trotzdem den Spieler annehmen, den ich eigentlich nicht will, weil ich an den Spieler nicht wechseln. Das ist mir im letzten Part zuerst mal aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es seit der letzten Aufnahme einen Patch gegeben hat, der das verändert hat. Ja, das ist schlau gemacht. Ich finde noch interessant, die Pfosten. Oder, die haben auch so ein Muster drauf. Oder eine Torumrandung, nicht nur die Pfosten. Oder die Latte. Kommen wir da nicht zum Abschluss. Noch schön abgefangen hier von Murray. Bringt den Puck zum Marlowe. Ja, momentan stehen sie sehr gut. Johnson. Jetzt ist einer frei und er macht das Goal. Marlowe mit dem 1:0. Bringt mich da in Führung. Aber dann der Marlowe mit einem Fehler. Ich befürchte, dass ich da fast 3:0 gewinnen muss, den Match, wenn ich 3 Sterne haben will. Weil ansonsten. Ja, keine Chance. Keine Chance. Also es wird immer schwerer. Das Spiel. Und ich werde zwar auch immer besser, aber. Man muss jetzt so konzentriert sein, schon bei der Sache, um eine Chance haben. Und der Marlowe verwünscht an den Goalie. Ich sehe da, dass der Goalie nicht ganz in Position ist. Und deshalb eine Lücke offenbart. Und der Marlowe mit seinem zweiten zum 2:0. Oh, Marlowe bedient den Murray. Murray kann nicht reüssieren. So, jetzt vielleicht der Murray mit einem Slapshot. Ja, am Goal vorbei. Was war jetzt das gewesen? Ja, und dann stehen sich meine zwei gegenseitig im Weg und ich kann einfach nicht rüber wechseln. Ja. Was ist das wieder für ein Pass, ey? Aber sie stehen wieder falsch! Muss ich sie verkehrt drum aufstellen? Ja, Johnson macht es 3:0. Aber Geico steht auf der Pfosten drauf. Oder auf der Latte natürlich auch. Und wir gewinnen den Match mit 3:0. Ich finde es lustig, dass immer 5 Spieler jubeln gehen irgendwie. Ich habe einfach die auf der Ersatzbank gesehen, auch noch mitjubeln. Jay Beagle kriegen wir. Ja, das müssen 3 Sterne sein. Ist natürlich auch zu erwarten. Also, bitteschön, wenn ich 3:0 gewinne, dann erwarte ich schon, dass ich 3 Sterne kriege. Auch nur 4 Schüsse zu lassen vom Gegner. Natürlich noch der Shoutout-Bonus eingesackt. Ja, und jetzt haben wir natürlich erst 4 Minuten von dem Part. Das heisst, wir machen natürlich gerade nochmal ein Spiel. Und treffen jetzt in dem nächsten Spiel auf. Ich glaube, Salt Lake City ist, glaube die Stadt. Wie heißt das Team dort? Und das ladet.
Utah Grizzlies in Salt Lake City sind unser nächster Gegner. Wir spielen natürlich wieder auf Profi. Und... Update abgeschlossen? Okay. Interessant. Das Update geht jetzt währenddessen. Nehmen wir Zahl. Und ich gewinne mal einen Münzwurf und das heißt, wir setzen da das Torlimit irgendwie auf 4 und ohne Moneypucks, damit wir den Part ungefähr etwa eine schöne Länge füllen können. Jetzt ist der Johnson draussen und der Beagle. Oder Beagle ist im Spiel. Ja, probieren wir mal. Wir probieren mal mit dem Beagle. Und hoffen, dass er uns so ähnlich viel bringt oder halt besser gesagt noch mehr bringen kann, als es der Johnson schon getan hat. Murray hat man nicht allzu viel gesehen im letzten Match, aber er ist ja der Verteidiger und die haben zu 0 gespielt. Wir gewinnen auch keine Bullies mehr. Wie wär's mit Spieler wechseln? Gutes Spiel! Oh, schöner Check vom Beagle, oder? Der gegnerische Spieler kurz aus dem Spiel nimmt, aber nicht entscheidend genug. Oh, und dann der Murray verliert den Puck. Marlow. Oh, Murray, das habe ich gelobt im letzten Spiel, dass du nicht groß aufgefallen bist. Und jetzt fällst du mit dem Spiel schon zweimal negativ auf in der Anfangsphase vom Spiel. Marlow trifft. Der Marlow hat definitiv seine Blockade, die er im 17. Part ist das, glaube ich, hätte sich lassen können. Und trifft jetzt wieder so, wie es von, was von ihm gewohnt ist. Beagle, Murray. Das Visier ist nicht gut eingestellt bei diesen Schüssen. Schüsse immer am Goal vorbei momentan. Ja. Liegen alle aufeinander oben. Oh, jetzt im Konter fahren mit Murray. Marlow in der Mitte. Goal 2-0. Marlow mit dem Doppelpack. Marlow auch da mit dem Stock, es wird dazwischen. Oh, hinter dem Goal steht ja noch einer, den ich gar nicht gesehen. In einem schwarzen Liebli. Sind die Grizzlies recht gut getarnt. Vielleicht noch ein Abschluss von Marlow, ja. Gar nicht einmal so ungefährlich. 2-0 nach dem ersten Abschnitt. Die halbe Distanz schon hinter uns gebracht. Die Passquote ist einfach lausig. Aber ich habe einfach irgendwie das Gefühl, die fangen alles ab. Ich weiß nicht, wie ich die Pässe besser spielen könnte, ehrlich gesagt. Weil das ist ja nie einer frei. Und die tiefe Passquote kommen wir dann halt doch hin und da probieren einen Pass zu spielen. Das ist nicht einfach nur. Auch wieder. Er drückt mir einen Panda und hat aber auch noch den Schlittschuh dort, um den Pass abzufangen. So, jetzt sind einmal 2-3 PS angekommen. Marlow haltet da den Gegenspieler gut auf. Ja, da eigentlich der Pass müsste eigentlich nach vorne gehen. Weil der Marlow ist ja in der besseren Position und jetzt fällt da das Goal. Genau so einen Pass habe ich vorher auf den Marlow erwartet. Der Gegner kann die spielen, ich kann sie nicht. Das ist für einen kurzen Moment die Idee, ob das Spiel die Pass gar nicht spielen kann, aber... Schön jetzt hier kombiniert. Und
Auch der Pass kommt sogar noch an. Dann wird aber der Marlo ziemlich unsanft ins Goal gecheckt. Und dann ist der Gegenspieler, checkt mein Verteidiger den Goalie und es steht 2 zu 2. Marlo lenkt den Puck vor dem Goal ab. Jetzt stimmt zwar Passquote, dafür kann ich sonst nichts mehr. Schön rausgespielt und der Beagle mit seinem ersten Goal zum 3 zu 2. Aber ich denke, wenn wir den Match jetzt mit 4-2 gewinnen, das wird nicht lange für 3 Sterne. Und wenn wir natürlich noch ein Goal kassieren, sollten wir dann sowieso nicht. So, jetzt der Marlo vielleicht noch in dem Abschnitt. Jawohl, ich gewinne das Spiel noch im zweiten Abschnitt mit 4 zu 2. Quasi mit der letzten Sekunde da noch das Siegesgoal erzielen können. Oh, der Bertsch hat jetzt Nummer 10. Und wir schauen, für wie viele Sterne es das mal gelangt hat. Ja, da fehlt wieder was. Das sind wieder nur 2 Sterne oder 2,5. Ja, 2 Sterne. Dann hat auch der Siegbonus. Der Siegbonus ist auch schon wieder tief. Ein Match, das 4 geht, gewinnt man mit 4-2 und der Siegbonus wird tief gehalten. Wir haben schon mehrfach darüber aufgeregt. Aber Sieg ist Sieg. Hoher Sieg wird es aufgrund der Tor schon bewertet. Aber ja, ist jetzt halt so, wie es ist. Wir werden auch die Sterne noch offscreen oder dazu sammeln. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin, tschüss miteinander.